Julia und die Grippe. Julia und die Grippe. Es ist Montagmorgen. Es ist Montagmorgen. Julia wacht mit starken Kopfschmerzen auf. Julia wacht mit starken Kopfschmerzen auf. Sie fühlt sich schlecht und hat Fieber. Sie fühlt sich schlecht und hat Fieber. Ihre Mutter sagt, Julia, wir gehen ins Krankenhaus. Ihre Mutter sagt, Julia, wir gehen ins Krankenhaus. Im Krankenhaus ist es sehr voll. Im Krankenhaus ist es sehr voll. Viele Menschen sitzen im Wartezimmer. Viele Menschen sitzen im Wartezimmer. Eine Krankenschwester kommt zu Julia und fragt, hast du eine Krankenversicherungskarte? Eine Krankenschwester kommt zu Julia und fragt, hast du eine Krankenversicherungskarte? Julia gibt ihre Karte der Krankenschwester. Julia gibt ihre Karte der Krankenschwester. Die Schwester sagt, bitte warte einen Moment. Die Schwester sagt, bitte warte einen Moment. Nach 20 Minuten ruft ein Arzt Julia auf. Frau Julia, bitte kommen Sie. Nach 20 Minuten ruft ein Arzt Julia auf. Frau Julia, bitte kommen Sie. Julia geht mit ihrer Mutter in das Behandlungszimmer. Julia geht mit ihrer Mutter in das Behandlungszimmer. Der Arzt, Herr Dr. Meyer, sieht freundlich aus. Der Arzt, Herr Dr. Meyer, sieht freundlich aus. Er fragt, was fehlt dir, Julia? Er fragt, was fehlt dir, Julia? Julia antwortet, ich habe Kopfschmerzen, Fieber und fühle mich sehr müde. Julia antwortet, ich habe Kopfschmerzen, Fieber und fühle mich sehr müde. Der Arzt nimmt ein Thermometer und misst die Temperatur. Der Arzt nimmt ein Thermometer und misst die Temperatur. Du hast 39 Grad Fieber. Das ist hoch, sagt er. Du hast 39 Grad Fieber. Das ist hoch, sagt er. Dann untersucht er Julias Hals und Ohren. Dann untersucht er Julias Hals und Ohren. Du hast eine Grippe, erklärt der Arzt. Du hast eine Grippe, erklärt der Arzt. Aber keine Sorge, ich schreibe dir ein Rezept für Medikamente. Du musst auch viel Wasser trinken und dich ausruhen. Aber keine Sorge, ich schreibe dir ein Rezept für Medikamente. Du musst auch viel Wasser trinken und dich ausruhen. Die Krankenschwester bringt Julia das Rezept. Die Krankenschwester bringt Julia das Rezept. Julias Mutter fragt, gibt es etwas, das wir sofort tun können? Julias Mutter fragt, gibt es etwas, das wir sofort tun können? Der Arzt antwortet, ja, sie kann etwas Tee trinken und heute im Bett bleiben. Der Arzt antwortet, ja, sie kann etwas Tee trinken und heute im Bett bleiben. Julia und ihre Mutter gehen zur Krankenhausapotheke. Julia und ihre Mutter gehen zur Krankenhausapotheke. Dort bekommen sie die Medikamente. Dort bekommen sie die Medikamente. Auf dem Weg nach Hause, sagt Julia,
Ich hoffe, ich fühle mich bald besser. Auf dem Weg nach Hause, sagt Julia. Ich hoffe, ich fühle mich bald besser. Ihre Mutter lächelt und sagt, mit Ruhe und Medizin wirst du schnell wieder gesund, Julia. Ihre Mutter lächelt und sagt, mit Ruhe und Medizin wirst du schnell wieder gesund, Julia. Das ist alles für heute. Like, share, subscribe. Tschüss.